der Stadionsprecher aus Nürnberg. Ich habe nichts persönlich gegen ihn, aber halt diese Art von Stadionsprecher, die kann ich nicht leiden. So dieses Danke, bitte. so genauso dieses, weißt du, der ruft dann immer so Ergebnis für Nürnberg und dann 2 und Düsseldorf 0, obwohl da hätte Düsseldorf 5-1 führen können, weißt du, dann hätten alle gerufen 0 und hätten es lustig gefunden, wo ich mir denke, das war vor 10 Jahren schon nicht mehr lustig. Und es gibt viel zu viele Stadionsprecher, die das dann immer noch Das war machen. noch nie So. lustig. Das ist dann auch irgendwann ausgelutscht und dann immer dieses Düsseldorf 0, danke, bitte. Wo ich mir auch denke, ey Leute, was ist los mit euch? Und ich bin so heilfroh, dass unser Stadionsprecher halt nicht so ein Marktschreier ist, sondern einfach mal, der ist schon emotional, aber er ist halt nicht so dieses, ich bin jetzt auf der Kirmes und mache und moderiere was, sondern er hat auch noch wenigstens bisschen Anstand, sage ich mal. Weil zum Beispiel, wenn unser Stadionsprecher das machen würde, ich würde nicht 0 rufen. Und das ist, ich weiß nicht, ob die das mögen oder ob die das einfach machen, weil es dazugehört, oder ob die das genauso scheiße finden. Das regt mich schon seit Wochen auf. Ich weiß nicht, bei welcher Mannschaft das auch war. Immer dieses 0, Das ist danke, bei Gladbach, bei bitte. Dortmund, bei zig anderen Oh, Vereinen. ja, aber hör mir auf mit Norbert Dickel. Das ist eh Während der Micha sich peinlich. beruhigt, könnt ihr euer Feedback oder Themenvorschläge gerne in YouTube in die Kommentare schreiben.